13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Achtung, Nonno! Ich komme! Ach, sei still! Wenn du hier bist, dann sei vorsichtig, denn du weißt genau, im Dunkeln bin ich unschlagbar. Nonno, wo steckst du? Wo steckst du? Nonno, jetzt sag doch was! Wo steckst du? Nonno, ich will nicht mehr spielen. Du hast gewonnen, also sag mir endlich, wo du bist. Jetzt habe ich dich, Nonno. Ich habe dich gefunden. Steh auf. Du bist dran. Nonno, was hast du? Was ist denn los mit dir? Antworte. Nonno, steh auf. Ich bin es, Carla. Was hast du denn? Nonno, was ist los? Was ist los? Antworte. Giuseppe. Auf Wiedersehen. Und grüßen Sie Pascal von mir. Du wirst ihm fehlen. Er mir auch. Und er wird nicht der Einzige sein. Ich weiß, dass du dir immer eine gewünscht hast. Also, um sie zu stellen, drehst du einfach an dem Zeiger hier. Ganz ruhig, Signor Demetrio. Sie dürfen sich nicht aufregen. Was zu trinken? Möchten Sie, dass ich lüfte? Soll ich das Fenster aufmachen? Soll ich das Radio ausmachen? Ich habe die Tür gesehen. Sie meinen die Tür? Soll ich die Tür zumachen? Nein, ich meine, ich habe die Tür gesehen. Wie oft habe ich ihm schon gesagt, Papa, bleib ruhig, reg dich nicht auf. Klar, wenn es darum geht, anderen zu sagen, was sie tun sollen, bist du der Größte. Was soll das denn nun wieder heißen? Hör mal, Roberto, lass uns einmal wie eine Familie zusammenhalten, nicht meinetwegen, sondern für Papa und Carla. Lucia, ich habe mich für diese Familie aufgeopfert. Da warst du nicht der Einzige, Roberto. Papa, sieh mal, wer hier ist. Oh, Madonna. Warum stinkt das denn so im Krankenhaus? Weil hier immer alles desinfiziert wird, damit es schön sauber ist. Das ist die Kinderabteilung. Manche sind einfach nur krank und andere hatten einen Unfall. Operieren Sie hier auch die Augen? Operieren Sie hier auch die Augen, Nonno? Das will ich hoffen.
fertig. Mal sehen. Carla Demetria. Nein. Hinten ist ein O. Demetrio. Naja, die sind sich so ähnlich. Außerdem muss ich doch jetzt keine Blindenschrift mehr lernen. Weißt du, Carla, nach der Operation wirst du nicht sofort wieder gut sehen können. Du musst dich erst daran gewöhnen, ne? Gut, aber dann sehe ich alles wieder wie vorher, oder? Viel, viel besser als vorher, viel besser. Hallo, guten Tag, Mama. Hallo, mein Schatz. Vittorio Stefanelli ist von uns gegangen. Wo ist Signor Stefanelli denn hingegangen? Nun, er musste durch die Tür gehen. Dieselbe Tür wie deine? Ja. Und musst du da auch mal durchgehen? Klar, wir müssen da alle irgendwann durch. Vielen Dank, Padre. Er ist früher von uns gegangen als erwartet. Zum Glück. Höchste Zeit, dass er... Nein, so habe ich das nicht gemeint. Er hat doch so gelitten. Es ist besser für ihn. Ciao, Vittorio. Ich bin's, Giuseppe. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il cielo e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario. Danke, Giuseppe, danke. Ich bin sicher, das hat ihm da oben gefallen. Giuseppe, was ist denn hier los? Nichts, Daniela, entschuldige bitte. Ich muss mit dir reden. Verschwinde aus meinem Haus, du Lumpen! Wie kannst du mich um so etwas bitten? Die Augen von Vittorio! Du Gottloser! Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Professore, ich bin der Großvater von Carla Demetrio. Demetrio? Demetrio? Ah ja, die kleine Demetrio. Ja, wie geht es ihr? Wie soll es ihr schon gehen, Professore? Wir warten seit einer Ewigkeit auf die Augentransplantation. Lieber Freund, es geht nicht um eine Augentransplantation, sondern um die Hornhaut. Die Hornhaut wird transplantiert. Und das ist schon schwierig genug. Glauben Sie mir. Wissen Sie, ich bin alt und habe Probleme mit dem Herzen. Aber eine Herztransplantation, die ist leicht. Ich kann dies sagen, auch wenn das Herz nicht mein Spezialgebiet ist. Das ist was ganz anderes. Danke. Ich bin hier, um Sie zu fragen, ob Sie Carlas Namen nicht nach oben an die erste Stelle der Warteliste setzen können. Darf ich Sie daran erinnern, welche Regeln in diesem Zentrum gelten, in dem ich tätig bin? Es ist eine staatliche Einrichtung, in der alle Patienten auf demokratische Art und Weise behandelt werden. Und demokratisch heißt, jeder wird behandelt. Aber schön der Reihe nach, wie man bei uns erschienen ist. Das verstehe ich, Herr Professorin. Nur ich bin alt und habe Angst, dass ich nicht mehr genug Zeit habe. Alle haben Angst, mein Freund.
Es ist ein Bestandteil der menschlichen Natur, dass man Angst hat. Auch ich habe manchmal Angst. Sie wissen doch sicher, dass es noch die eine oder andere Privatklinik gibt. Dort sind die Wartelisten weniger lang. Die Patienten brauchen weniger Geduld. Und das System ist zweifellos weniger demokratisch. Was heißt das? 60 Millionen. 20 für die Operation und 40 für die Rehabilitation. Aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Denn in beiden Fällen nehme natürlich ich die Operation vor. Sie selbst werden operieren? Ihre Enkelin ist meine Patientin. Ich möchte keinesfalls, dass das kleine Mädchen in die Hände eines Stümpers gerät. Was soll das denn? Es gehört dir. Wie lange arbeitest du schon bei uns? 18, 20 Jahre? Im nächsten Jahr werden es 30. 30 Jahre. Puh, wie die Zeit vergeht. Egal, das Geld schulde ich dir. Kannst du mir das hier bitte unterschreiben? Das ist eine Ermächtigung. Damit kann ich deinen Bitumen für meine Firma patentieren lassen. Ja, aber ich habe es doch erfunden. Nun, Giuseppe, die Brouillets waren stets korrekt. Du hast am Hungertuch genagt, richtig? Bis mein Vater dich aufnahm. Und er ist es gewesen, der dir die erste Arbeitserlaubnis verschaffte. Giuseppe, wenn du in Schwierigkeiten steckst oder Hilfe brauchst, kannst du immer auf die Brouillets zählen. Immer. Hä? Los, unterschreib das. Giuseppe, machen wir nachher ein Feuer? Deine Mutter will es nicht. Pascal, Liebling, Zeit schlafen zu gehen. Ach nein, wir sind doch noch nicht fertig. Wir machen morgen weiter. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht, Giuseppe. Ciao. Hast du deine Medikamente genommen? Sag mal, Lucia, als ich
Als ich in der Schweiz war, wie ging es deiner Mutter da? Das fragst du mich? Du hättest sie fragen sollen. Dazu fehlte mir immer der Mut. Und jetzt ist es zu spät. Was ziehst du mir heute an? Den schwarz gestreiften Pulli. Ich will lieber den gelben anziehen. Den will ich nicht. Großvater war gestern nicht an der Bushaltestelle. Nein, er kam erst sehr spät aus Bari. Dem habe ich was erzählt. Warum lachst du? Das glaube ich dir nicht. Großvater und ich, wir machen doch sowieso immer, was wir wollen. Carla, du weißt, dass es Großvater ziemlich schlecht geht. Ja, er hat die Tür gesehen, hat er mir gesagt. Genau. Also wenn er auf komische Ideen kommt, musst du mir das sofort erzählen. Sowas wie mich so schnell wie möglich operieren zu lassen? So darfst du nicht reden. Du weißt doch, dass ich das auch will. Ja, schon, aber warum spricht dann immer nur er davon? Los, beeil dich. Ich muss zur Arbeit. Ja, ja, komm nur. Komm, setz dich dahin. Wo warst du denn gestern, Nonno? Ich war bei Professor Papaleo, um mit ihm zu reden. Und hast du mit ihm alles geregelt? Ah, 60 Millionen. Na, dann ist doch alles klar. Wer hat schon 60 Millionen? Ich habe keine Lira. Dein Onkel Roberto ist ein Intellektueller und deine Mama die Ärmste. Aber mir kam da eine Idee. Ich habe einen Freund, der das Geld hat. Hey, aber du musst mir versprechen, ganz brav zu sein, ja? Ich verspreche es. Also, wir fahren in die Schweiz, nach Genf. Dort lebt dieser Freund, er heißt Poirier, der gibt mir das Geld. Dann bringe ich dich sofort in eine schöne, saubere, weiße Klinik. Weißt du, da ist es so schön da. Riecht sogar das Desinfektionsmittel nach Parfum. Ist er denn aber reich genug, der Senior Broyer? In der Schweiz kostet alles viel weniger, weil sie... Naja, sie rechnen alles in, weißt du, in Tausendern, während wir alles in Millionen rechnen. Verstehst du das? Ja, aber Mama hat gesagt, ich soll es ihr gleich erzählen, wenn du eine komische Idee hast. Hör zu, Carla. Fahren wir oder fahren wir nicht? Wir fahren. Aber wir rufen Mama an, ja? Krieg ich nach der Operation trotzdem den Hund? Aber klar doch, klar, natürlich. Kennst du diesen Freund? Ich habe für ihn viele Jahre in der Schweiz gearbeitet. Und warum bist du da hingegangen? Weil es hier damals keine Arbeit gab. Viele sind weggegangen. Dann warst du sowas wie ein Albaner, oder? Ja. Und sind Mama, der Onkel und die Großmutter auch mitgegangen? Nein, die sind hier geblieben. Warum? Man durfte seine Familie nicht mitnehmen. Und wer hat für dich was zu essen gemacht? So, jetzt setzen wir die Brille auf. Hier. Nein, ich will nicht. Na los, los. Du weißt, dass das wichtig ist. Giuseppe, alles in Ordnung? Gibt's ein Problem? Hilf mir beim Einsteigen mit der Kleinen. Tre espresso da Lecce per Bologna, Milano e Giro.
sind sie? Wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Sie sollen den Bus genommen haben. Den Bus? Ja. Papa hat einen Koffer dabei. Na prima, jetzt haben wir einen alten, herzkranken Spinner, der mit einem blinden Kind unterwegs ist. Roberto, beruhige dich. Ich bin die Mutter von Carla, oder? Lass das meine Sorge sein. Wenn du Verantwortungsbewusstsein hättest, dann wärst du wohl nicht so früh Mutter geworden. Wie ist die Schweiz denn so, Nonno? Tja, wie ist die Schweiz? Vor allen Dingen ist sie sauber, wie wenn Mama deinen Pulli wechselt und dir einen frisch gewaschenen anzieht. Außerdem ist die Schweiz sehr klein. Sie ist überschaubar und man kann alles leicht mit dem Autobus erreichen. Gibt es ein Meer in der Schweiz? Aber ja, es ist nur kleiner und ruhiger. Und die Menschen, wie sind die? Die sind auch ruhiger. Und sie entschuldigen sich sofort, wenn sie etwas falsch machen. Sie mögen es sehr gern, geschmolzenen Käse zu essen. Und zum Mittag essen sie nur einen Gang. Und welchen? Den Hauptgang. Ausgesprochen pünktlich sind sie. Deshalb haben sie auch die Uhr erfunden. Und sie verbringen ganz viel Zeit beim Militärdienst. Ich will nicht, dass du durch die Tür gehst, bevor meine Operation vorbei ist, Nonno. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich werde nicht weggehen, ehe du nicht wieder sehen kannst. So viel Schnee. So viel Schnee. Sieh mal, Carla, wir sind in der Schweiz. Siehst du? Ach, Nonno. Entschuldige. Entschuldige, manchmal vergesse ich es einfach. Nonno? Hm? Ein Zahn ist raus. Gib ihn mir, gib her. Gut, bravo. Der wird uns Glück bringen, weißt du? Los, Nonno, gehen wir. Nichts. Das sind nur Treppen, die sich bewegen. Roberto? Roberto, ich bin's. Papa, was treibst du denn? Ich bin in der Schweiz. Ich bin zu Monsieur Broyer in Genf gefahren. Von ihm werde ich das Geld für Carla bekommen. Broyer? Was willst du ihm denn sagen? Bonjour, ich bin's. Geben Sie mir das Geld? Ach, Roberto. Ich kenne mich in Genf sehr gut aus. Du armer alter Trottel. Papa, wie geht es Carla? Alles bestens. Mach dir keine Sorgen. Sie... Papa! Nonno, warum ist der Onkel immer so böse auf dich? Weil ich mich um ihn nicht so gekümmert habe wie um dich. Er ist ja auch nicht blind. Wir sind jetzt gerade auf einer Brücke, die ich gebaut habe. Hier wird eine Straße repariert, die ich schon mal repariert habe. Hier ist das Restaurant, wo ich jeden Tag gegessen habe.
plat du jour. Nono, ich hab Hunger. Jetzt fahren wir zu Senior Broyer. Der wird uns zum Essen einladen. Warten Sie. Damit können Sie nicht mehr bezahlen. Der ist alt. Das ist auch ein alter Schein. Das ist alles, was ich habe. Überredet. Ich nehme den da. Den bekommt der nächste Japaner. Einen schönen Tag. Gleichfalls. Danke. Ich danke Ihnen. Kannst du den Senior Boyer schon sehen? Nein, noch nicht. Siehst du Senior Boyer, Nono? Nein, noch nicht. Warte. Die Baustelle am Krankenhaus fertig? Ja, und was machen wir jetzt? Senior Broyer! Senior Broyer! Das Schweizer Volk hat bei einer Stimmbeteiligung von fast 70% die Initiative gegen die Überfremdung und Übervölkerung der Schweiz klar verworfen. Das Ergebnis 1.689.870. Siehst du, die Wahlen haben bewiesen, dass die Schweizer uns doch brauchen. 139, ja. Es gab also etwa doppelt so viele Nein-Stimmen wie Stimmen für das Volksbegehren. Ein Drittel Ja-Stimmen, verflucht. Jeder dritte Schweizer will uns nicht haben. Auch wenn es mehr Ja-Stimmen gewesen wären. Poirier hätte mich auf jeden Fall hier behalten. Giuseppe, du treibst mich wirklich noch zum Wahnsinn. Wann kapierst du endlich, dass Poirier dich ausbeutet? Ohne dich würde der Laden überhaupt nicht laufen. Und was bekommst du dafür, hä? Ganz einfach, er gibt mir und meiner Familie was zu essen. Und das reicht mir. Übrigens, warum hast du eigentlich deine Familie nie nachkommen lassen? Nach so vielen Jahren wäre das dein gutes Recht. Das lass meine Sorge sein. Weißt du, was dein Problem ist? Du hast vom Klassenkampf nicht das Geringste verstanden. Hier die Arbeiter, die Bosse da. Der Mensch gegen das Kapital. Sag mal, warum redest du immer noch diesen Scheiß? Ich rede diesen Scheiß, weil ich mich nicht so ausbeuten lassen will wie du. Ich lass mich nicht klein kriegen. In 3 Jahren hole ich meine Frau und meinen Sohn. Wir werden hier leben. Die Schweizer werden mich respektieren. Ich sag dir, sie werden mir aus der Hand fressen. Giorgio, du bist einfach zu ehrgeizig. Die Schweiz ist viel zu klein für dich. Giuseppe, ich habe das Gefühl, du bist ein Trottel.
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und glaube, dass du es am Ende doch noch kapieren wirst. Nana, wo bist du? Ich hab Hunger! Was hast du vor? Ich fahre in die Schweiz. Es ist nicht nötig, dass wir beide fahren. Wäre auch zu teuer. Genau, du bleibst hier. Ich fahre allein. Entschuldige, Lucia, aber willst du die ganze Schweiz abklappern und überall fragen? Pardon, haben Sie meine Tochter und meinen Vater gesehen? Du musst ziemlich blöd sein, wenn du glaubst, dass ich meine Tochter einfach so im Stich lasse. Das wollte ich damit gar nicht sagen. So bitte, 100. Vielen Dank. Bonjour, die Herrschaften. Komm, wir setzen uns dahin. So, hier, der Tisch. Warte. So. Wo ist denn der Senior Boyer? Ich weiß nicht, vielleicht ist er zu Hause beim Mittagessen. Was willst du denn essen? Haben Sie Panini hier in der Schweiz? Nicht so, wie du sie kennst, Ziel. Sie klappen sie nicht zu und obendrauf kommt geschmolzener Käse. Das nennen sie Croûte au Fromage. Hä? Ist eine Spezialität. Ich will aber ein zugeklapptes Panino mit Schinken haben. Und eine Cola. Mademoiselle, bitte. Wir hätten gerne ein Schinkenbaguette und eine Cola für die Kleine und für mich ein Croûte au Fromage und einen Tee. Wir haben nichts zu essen. Was? Aber ich habe hier mein ganzes Leben lang gegessen. Immer Platt die Schuhe. Mag sein, jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Sind Sie vielleicht auch aus Italien? Portugal. Ist René da? René? Ja, der Besitzer. Aber der Besitzer heißt nicht René. René hat den Laden vor 10 Jahren verkauft. Verkauft? Er hatte mehr ausgegeben als eingenommen und das war's dann. Was man von dem Neuen nicht behaupten kann. Warte hier. Entschuldigen Sie bitte, aber kennen Sie zufällig einen Monsieur Boyer? Boyer? Oh, mit Boyer ist er schon eine Ewigkeit vorbei. Vorbei? Ja, ja, da drin soll es Peng gemacht haben. Peng? Jedenfalls wird das so erzählt. Was genau ist, weiß niemand. Ich weiß nur, dass sein Sohn das Geschäft übernommen hat. Aber wo? Nano, was hast du? Nichts. Ich glaube, das ist das falsche Haus. Los, komm, beeil dich. Wir fahren mit dem Bus. Doch nicht mehr zu Senior Wenn ich mich nicht um die Familie gekümmert hätte, wer dann? Ich war 12 Jahre alt, als Papa wegging. 2-mal im Jahr kam er zurück. Es war, als existierte er gar nicht.
Du bist nicht der Einzige in der Familie, der seinen Vater nicht kennt. Gehören Sie zusammen? Sag mal, Nonno, sind alle Autobusse in der Schweiz so? Wer sind Sie? Wie sind Sie hier reingekommen? Bonjour, Monsieur. Demetrio, Giuseppe. Wir suchen eine Adresse. Ja, ist denn das zu fassen? Die Fahrt ist beendet. Bei Ihrem Beruf kennen Sie sich doch hier aus. Ich bitte Sie ja nur um eine winzig kleine Adresse. Und da soll ich Sie dann auch noch hinfahren, was? Vielen Dank auch. Jetzt werden wir Pascal kennenlernen. Und wer ist Pascal? Der Sohn von Signor Poirier. Wenn er so ist wie sein Vater, haben wir Pech. Monsieur, ich suche Pascal Broyer. Er ist direkt über Ihnen. Was ist los, Nanda? Was ist los? Freut mich, Sie wiederzusehen, Pascal. Kommen Sie. Nonno, wo steckst du schon wieder? Hallo? Der Staudamm von Engrin. Aber ja, ich erinnere mich. Royer, warte. Nein, Monsieur Royer ist nicht da. Hallo? Ja, bin ich. Ah, guten Tag. Ja, machen wir noch. Nein, nur ein paar Leute, aber ein Tag sollte reichen. Liegt denn noch viel Schnee? Gut, morgen früh, 8 Uhr. Einverstanden. Auf Wiedersehen. Ich bin nämlich jetzt Monsieur Broyer. Richtig? Macht's dir was aus, mich so zu sehen? Du kennst mich von klein auf. Witzig, du tauchst genau an dem Tag auf, wo sie nach deinem Betonen fragen. Sei mir nicht böse, aber heutzutage ist dein Bitumen nicht mehr viel wert. Kunstharz hat den Markt erobert. Warum bist du hier, Giuseppe? Wegen meiner Enkelin. Arme Kleine. Ich habe gehört, dass Monsieur Broyer schwer krank ist. Schwer krank? Von wegen. Er hat zum richtigen Zeitpunkt gemerkt, dass sich der Wind dreht und mir alles verkauft. Er hat sich zurückgezogen. Pascal, ich möchte mit ihm sprechen. Was willst du von ihm? Ich brauche seine Hilfe. Da, wo er ist, kann er keinem helfen. Es ist wichtig für mich, Pascal. Schön, nicht? Wie eine Ausstellungshalle. Ab und zu fahren wir sie raus und bringen die Motoren auf Touren. Weißt du, jetzt sind wir nur noch in einem Bereich richtig gut. Im Schuldenmachen. Das hat auch Vorteile. Pascal nimmt uns jetzt auf seinem Motorrad mit. Muss das unbedingt sein? Willst du das Gesicht von Pascal berühren?
Warst du bei meiner Mutter? Nein, noch nicht. Sie würde sich bestimmt freuen, wenn du sie besuchst. Begleitest du uns rein, Pascal? Nein. Also, ciao, Giuseppe. Ciao, Pascal. Ich bin froh, dass ich dich wiedergesehen habe. Auf geht's. Jetzt werden wir endlich Signor Broyer treffen. Was ist denn? Mir gefällt die Schweiz nicht. Ich will sofort wieder nach Hause. Ach komm, jetzt mach hier bitte kein Theater. Mir gefällt die Schweiz einfach nicht. Du hast gesagt, die Leute hier sind ruhig, aber das sind sie gar nicht. Sie essen aufgeklappte Panini. In ihren Autobussen muss man auf Karton sitzen. Die Treppen bewegen sich von alleine. Wenn man einen Freund sucht, dann ist er nirgends zu finden. Man friert ganz scheußlich. Ich bin müde und ich will jetzt endlich wieder nach Hause. Ich bin auch müde, weißt du? Glaubst du, das ist leicht für mich? Hä? Was kann ich denn dafür, wenn alles ganz anders ist, als du es mir gesagt hast? Ich muss doch darauf vertrauen, was du sagst. Gib mir deine Hand. Du vertraust mir, ja? Besuch für Sie, Mon Colonel. Giuseppe, was machst du denn hier? Monsieur Boyer, ich bin hier, um... Wie geht es Ihnen, Monsieur? So gut wie noch nie. Sieht ihr das an, ist das nicht wunderbar? Mein Lebenswerk. Mal ehrlich, was haben wir aus unserem Leben gemacht? Wir haben die Natur mit Bitumen überzogen. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein. Willst du? Signor Broyer gibt dir ein Bonbon. Danke, Signor Broyer. In Italien kostet so eine Operation sehr viel Geld. 60 Millionen. Aha. Nono wird uns. Warte gleich. Giuseppe, ich schulde dir die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass wir Schweizer euch Italiener verheizt haben. Und ich besonders, ja. Wir holten euch mit euren Pappkoffern hierher, bezahlten euch Hungerlöhne und haben uns goldene Nasen verdient. Als wir euch nicht mehr brauchten, wurdet ihr abgeschoben. Aber heute ist der Tag der Wiedergutmachung. Hast du das Geld gekriegt? Noch nicht gleich.
Ja. Hier, nimm es. Ich gebe es dir zurück. Es gehört dir. Sieh zu, was du noch damit machen kannst. Hat er dir das Geld gegeben? Es ist Zeit, wir müssen gehen. Ich möchte Senor Boye noch auf Wiedersehen sagen. Freust du dich, dass du Signor Broglie wiedergesehen hast? Ja, ja. Hat er dir das Geld gegeben? Ja, er hat es mir gegeben. Darf ich es anfassen? Bitte, darf ich es anfassen? Ein Schein? Ja, aber der ist viel wert. Und ist das genug für meine Operation? Ah, klar, sogar mehr als genug. Erinnerst du dich, ich sagte, die Schweizer rechnen in Tausendern, nicht wie wir, in Millionen. So, und jetzt nehmen wir den Zug und fahren nach Hause. Hatten wir uns nicht vorgenommen, dass ich gleich in der Schweiz operiert werde, Nonno? Aber du hast doch gesagt, dir gefällt die Schweiz nicht. Jetzt mag ich sie, wenn alle Menschen hier so freundlich sind wie Signor Broglie. Warum weinst du, Nonno? Manchmal weint man auch, wenn man glücklich ist. Nein, unmöglich. Papa war doch Polier.
War das unser Zug, Nono? Wir sind in einer Straße, wo man Geschenke kaufen kann. Ich habe mein Geschenk ja schon bekommen. Jetzt gehen wir in ein anderes Restaurant. Aber denk dran, aufgeklappte Panini esse ich nicht. Haben Sie eine Einladung? Nein, aber ich bin ein alter Freund von Giorgio. Das mag ja sein, nur... Nano, ich muss mal Pipi machen. Können Sie mir bitte sagen, wo die Toiletten sind? Ja. Danke. Schaffst du es alleine? Ja. Ich bleib hier. Ja. Giuseppe. Giuseppe. Guten Abend, Giorgio. Was für ein schönes Fest, hm? Wer ist die Braut? Nichts Besonderes. Erinnerst du dich an die Garage Hörlimann, der die Lastwagen an Boyer verkauft hat? Ja, natürlich. Das ist seine Tochter. Sie haben sich kennengelernt, als Luigi seinen Porsche gekauft hat. Der Wagen hat mich eine Menge Geld gekostet. Weißt du noch, wie ich zu dir gesagt habe, die Schweiz ist viel zu klein für dich? Ich verrate dir was. Mein Sohn ist ein Trottel. Aber er ist mein Sohn. Ich habe auch Probleme mit meinem Sohn. Dein Sohn, mein Sohn, der von Breuer. Alles Trottel. Eine verlorene Generation. Die sind nicht wie wir. Danke. Meine Freunde, Freunde, ein Toast auf das Brautpaar. Auf Sabine, meine Tochter, und Luigi, meinen Schwiegersohn. Meine besten Wünsche. Es lebe das Brautpaar. Es lebe das Brautpaar. Es lebe Italien. Es lebe Italien. Und verflucht sei die Schweiz. Nanu, du weißt, dass man nicht fluchen soll. Ich will euch was sagen. Wir Italiener haben die Hälfte der Häuser in diesem Land gebaut. Aber wegen der Scheißgesetze durften wir selber nicht drin wohnen. Und wegen dieser Scheißgesetze waren wir auch den größten Teil unseres Lebens weit weg von unseren Familien. Wir haben hier alle unser Bestes gegeben. Und wisst ihr wofür? Ich werde euch sagen, wofür. Für nichts! Für nichts! Kommen Sie. Habt vielen Dank. Das reicht jetzt. Kommen Sie. Macht weiter. Alles in Ordnung. Tutto bene. Esst. Nanu, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Du bleibst hier. Ich muss mit deinem Großvater reden. Auf der Hochzeit meines Sohnes machst du so einen Aufstand, Giuseppe? Ausgerechnet du? Sieh dich an, Giorgio. Sieh dich an.
Ist was? Nein, Monsieur. Dein Leben lang versuchst du schon, Schweizer zu werden. Aber die Schweizer wollen dich nicht. Sie wollen nur deine Spaghetti. Na, bravo. Bravo, unser Giuseppe. Broglie's Maulesel. Hält mir eine Predigt. Sieh ihn dir an, Philipp, den alten Großvater. Vor 20 Jahren hat dieses Spatzenhirn eine neue Bitumenmischung erfunden. Ein revolutionäres Zeug. Damit hätte er stinkreich werden können. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat es seinem Chef überlassen. Bravo, Giuseppe, bravo, bravo. Giorgio, ich gebe dir noch eine Möglichkeit, über deinen alten Freund Giuseppe zu lachen. Naja, und dann sagte mein Großvater zu Professor Papaleo, 60 Millionen? Das ist viel zu teuer. Ich werde in die Schweiz gehen. Mein Freund Signor Broglie ist da. Und der rechnet in Tausendern und nicht wie wir in Millionen. Ja und? Er ist sehr reich und er hat uns das Geld für meine Operation gegeben. Und weiter? Nichts. Er starrte mich an, als hätte er mich noch nie vorher in seinem Leben gesehen, als wäre ich eine Schlange oder sowas. Plötzlich steht er auf und geht zu einer Kiste, nimmt das Patent raus, kommt wieder zurück und sagt, ganz gönnerhaft, es gehört dir. Ich bin hierher gekommen, um die Augen der Kleinen operieren zu lassen. Dabei wurden mir meine Augen geöffnet. Aber du bist auch blind geworden, nicht? Mach dir nichts draus. Das kann jedem passieren. Wirklich jedem. Herrgott, Papa, alle warten auf dich. Was sucht denn noch hier dieser Spinner? Luigi, über meinen alten Freund Giuseppe redest du nicht in diesem Ton. Aber wir beide haben eine Menge durchgemacht. Also etwas mehr Respekt, ja? Entschuldige dich und dann geh wieder zu deiner Blondine. Verstanden? Entschuldigen Sie, Monsieur. Hör zu, Giuseppe. Wie viel brauchst du für das Mädchen? Ich bin nicht hierher gekommen wegen des Geldes. Wie viel? 60 Millionen. Wie ist der Umrechnungskurs? 83 Centim, Monsieur. Papa hätte das nicht tun dürfen. Aber er kümmert sich wenigstens um Carla. Ich glaube, er ist nicht nur deswegen hier. Er wäre sowieso hergefahren. Hier ist ein Teil seines Lebens. Ich habe Angst, Roberto. Um sie und um ihn. Hey, was ist denn? Schon gut. Nanu, der Sohn von Signor Broglie, der ähnelt ihm gar nicht, oder? Warum fragst du mich sowas? Weil ich manchmal einfach nicht weiß, ob alles so ist, wie du es mir erzählst. Bald wirst du ja die Welt mit deinen eigenen Augen sehen. Vielleicht ist sie gar nicht so schön, wenn ich sie selbst sehe. Na ja, dann machst du die Augen einfach zu und siehst sie so, wie du sie immer gesehen hast. Machst du das so? Manchmal, ja. Wir wollen doch nicht ins Hotel.
Herein. Bonsoir, Madame. Also bis morgen, 10 Uhr, wie besprochen. Wie besprochen. Ich werde in der Klinik schon um 8 anrufen. Gute Nacht, Madame. Gute Nacht, Monsieur Demetrio. Gute Nacht. Warum bist du zurückgekehrt, Giuseppe? Weiß er, dass ich sein Vater bin? Er hat es immer geahnt. Und warum hast du es ihm nie gesagt? Weil ich bin wie du. Ich möchte alle beschützen. Hast du wirklich gut gemacht? Das ist nicht mein Verdienst. Du hast sie gepflanzt. Erinnerst du dich an das Lied Azzurro? Azzurro. Di da da di da di da di la 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 la. Und es hört damit auf und dann nehme ich den Zug und komme zu dir zurück. Aber der Zug meiner Wünsche fährt in die andere Richtung. Wir haben Hornhaut hier, nur das Problem ist, Monsieur Demetrio, der Wohnsitz Ihrer Enkelin befindet sich nicht hier in der Schweiz, deshalb werden die Kosten sehr hoch sein. Ich habe das Geld. Ich kann bezahlen. Wir brauchen auch eine Unterschrift. Ich unterschreibe natürlich. Das obliegt nur dem Vater oder der Mutter. Doktor, kann ich Sie einen Moment sprechen? Also, was hat er gesagt? Nichts Besonderes, Monsieur. Und? Wird er Sie operieren, ja? Ja, ja, aber natürlich. Und wegen der Unterschrift? Haben wir uns arrangiert. Was heißt das? Er bekommt einen Zuschuss. Auch er arbeitet für die, die ihn bezahlen. Aber was wird denn Giorgio dazu sagen? Das, was ich ihm sage.
Guten Tag. Das ist meine Tochter. Mit unserem Vater. Bin ich bei dir. Das haben wir gut gemacht, dass wir in die Schweiz gefahren sind, Nonno. Ja, das haben wir sehr gut gemacht. Dich um ihn, ich gehe zu Carla. Gut. Noch nicht. Papa! Papa! Komm, wir gehen zum Arzt. Nein, es geht mir gut, Roberto. Es geht mir gut. Aber Papa, du bist krank. Nein, ich muss dahin. Wo willst du hin? Ich muss dahin. Ich bin doch immer zurückgekommen, oder? Los. Gut, gehen wir. Ich begleite dich. Mach dir keine Sorgen. Ist schon vorbei. Ich brauche deine Hilfe. Wohl kaum. Das schaffst du allein. Thank you.
Roberto, du bleibst hier. Hm? Ich möchte dich begleiten. Ich hab gesagt, du bleibst hier. Die Baustelle, Pascal. Es geht. Wir sind ein bisschen in Verzug. Das sind Saisonarbeiter, wissen nicht so gut Bescheid. Ciao. Das ist dein Bruder. So, basta così. Gehen wir, ich muss jetzt nach Hause. Schatz, von hier siehst du besser. Also, welche findest du am schönsten? Die da. Das ist blau. Und welche Farbe ist das da? Das ist grün. Aber weißt du was? Ich habe mir grün ganz anders vorgestellt. Und wie hast du es dir vorgestellt? Viel grüner.